Hi, ich bin Yannick von REMS und wir montieren heute einen KFE-Hahn mit unserer REMS Minipress. Unsere Minipress gibt es in drei Varianten. Einmal als 14V mit 14,4 Volt Steckakku, als 22V mit 21,6 Volt Schiebeakku und als Stabversion ebenfalls mit 21,6 Volt Schiebeakku. Alle drei Minipress haben einen 360 Grad drehbaren Kopf, eine Maschinenzustandskontrolle, eine LED-Arbeitsleuchte und die 22V-Akkus haben auch eine grüne Ladezustandsanzeige. Für unsere Installation lenken wir ein Stück Rohr auf das gewünschte Maß ab, entgraten es von innen und außen auf beiden Seiten, stecken es in den Fitting und markieren die Einstecktiefe. Nachdem wir die passende Presszange für dieses System ausgewählt haben, setzen wir die Pressmaschine an, richten das Rohr aus und achten aber auch hierbei auf die Einstecktiefe. Vor dieser Pressung neigen wir den Anschluss etwas nach vorne, damit er später besser zugänglich ist. Das war unsere REMS Minipress 22V ACC. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.